erstes Vorrundenspiel heute. Beide Mannschaften wollen dieses Jahr gut reinkommen in diesen Wettbewerb. Wir freuen uns auf TSG Hoffenheim gegen Bayern München. Willkommen, liebe Fußballfreunde, in der Pre-Zero Arena, dem Austragungsort unseres heutigen Spiels. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen heute ein Vorrundenspiel aus diesem Wettbewerb. TSG Hoffenheim gegen Bayern München. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Ballverlust. Er fasst sich ein Herz und versucht's, aber das war zu weit weg. Ballverlust Bayern München. Ja, könnte was werden. Starke Parade. Da kommt die Ecke. Das frühe Stören jetzt. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Kann er was draus machen? Klasse Pass! So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So könnte Gelb geben und das so früh in der Partie. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung, Buschi. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Die Riesenchance. Da zieht er ab, aber der Torhüter hat ihn. Ecke jetzt für Bayern München. Ja, das war abseits. Einwurf für die Bayern. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Jetzt die Chance. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Schussversuch. Die Hoffenheimer machen das Tor. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Pass auf den Flügel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Gute Aktion. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er versucht's. Da passt er auf und hat den Ball. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an ihm dran sind. Die Bayern mit dem Ballverlust. Super Pass. Fällt das Tor doch noch. Schönes Zuspiel. Die Bayern über die Seite jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Er zieht ab. Und er trifft. Keine gute Aktion vom Torhüter. Das Tor hätte nie und nimmer fallen dürfen. Ich weiß wirklich nicht, was er da machen wollte. Das sieht, vorsichtig ausgedrückt, unglücklich aus. 2-1, hier ist noch alles drin. Die Chance jetzt. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Bekommt den Ball technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Ganz starke Aktion von Torhüter. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Der Schuss. Was für eine Rettungstat. Gehalten. Die Fans spüren, aktuell sind sie. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ja, mit viel Übersicht. Sieht gefährlich aus. Tor ist leer. Ball ist drin.
Ein klasse Distanzschuss war das. Ein richtig tolles Tor. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er doch für seine Tore aus der Distanz bekannt. Boah, was für ein Hammer. Und jetzt der Schuss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ballverlust Bayern München. Klasse Pass. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Jetzt muss mehr kommen. Die Bayern sind hinten. Kann er was draus machen? Guter Pass. Gut, das war knapp, aber es war abseits. Beim Ballbesitz ist Hoffenheim im bisherigen Spielverlauf die schwächere Mannschaft. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Gefährlich! Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh, das könnte was werden. Das hätte gefährlich werden können, aber er war da. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ah, harte Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Rote Karte, keine gute Aktion, auch wenn sie natürlich weiter diese Führung im Rücken haben. Ja, aber es sieht nicht mehr gut aus. Es ist ein Dämpfer und jetzt müssen sie aufpassen. Bisher lief es doch gut. Knapp liegen sie vor uns zur Pause.